Hallo, liebe Christina. Du bist Teamleiterin CSR hier bei Mainz 05 und da auch unter anderem zuständig für den Bereich Klima, Klimaneutralität, mit dem ihr ja jetzt 10-Jähriges gefeiert habt. Unter anderem darüber wollen wir heute sprechen. Erstmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Gerne. Erstmal ganz weg vom Bereich Klima und allem, was damit dranhängt. Wie bist du denn überhaupt mal zum Fußball gekommen? Erst über den Job oder war das vorher schon eine Leidenschaft von dir? Also tatsächlich war ich glühender Mainz 05-Fan damals, stand sogar da unten auf dem Zaun, wenn die Profis gewonnen haben, im R-Block immer. Und habe mich dann ja, grundsätzlich immer für das Thema Ökologie, Klima interessiert. Hatte zuerst mal was anderes studiert, was mir aber nicht so ganz gelegen hat, beziehungsweise habe ich so wenig Aussichten gesehen und dachte, warum mache ich nicht einfach das, was mir gefällt, wofür ich mich auch privat interessiere. Habe dann gesehen, dass bei 05 was ausgeschrieben ist und habe mich dann auch relativ direkt beworben und es hat dann geklappt und so kam ich zu Mainz 05, was für mich natürlich ein großer Traum war, der in Erfüllung gegangen ist. Was genau versteht denn Mainz 05 unter der Aussage, wir sind der erste klimaneutrale Verein? Also wie wird das tatsächlich gewährleistet? Was wird dafür getan? Genau, also wir berechnen schon seit 2010 mit Entega gemeinsam unseren CO2-Fußabdruck und haben eben für die Saison 2018, 2019 unsere Berechnungsmethode nochmal verändert, weil uns wirklich es am Herzen lag zu sagen, wir möchten alle Bereiche berücksichtigen. Wir möchten in jeden Bereich reinschauen und alle CO2-Emissionen möglichst erfassen, die dann eben aufbereiten und dann sagen, das ist unser CO2-Fußabdruck und den kompensieren wir. Das ist eben das, worauf wir eben keinen Einfluss haben, wo wir aktuell noch keine Verbesserungen tätigen konnten, um da wirklich final bis zum Ende zu reduzieren. Und die CO2-Emissionen müssen wir eben noch kompensieren. Das tun wir mit Entega zusammen über ein Projekt in Ruanda mittlerweile, aber wir haben auch über die Jahre hinweg Aufforstungsprojekte in verschiedenen Ländern unterstützt. Letztendlich ist das aber nicht unser Ziel. Wir wollen im Prinzip eigentlich dahin kommen, dass wir grundsätzlich klimaneutral agieren und nicht am Ende einen Teil noch davon kompensieren müssen. Und die Kompensation bedeutet im Prinzip, da wo man Ausstöße hat, die man, ich sag mal, nicht verhindern kann, weil man muss halt beispielsweise heizen, man hat Kühlschränke, man hat Anfahrten und so weiter, sorgt man dafür, dass wiederum an einer anderen Stelle ein CO2-Abdruck verringert wird oder das Klima verbessert wird? Oder wie kann man sich das praktisch vorstellen? Du hast das Projekt in Ruanda angesprochen. Genau, es ist so, dass die CO2-Emissionen ausstoßen, aber wir sorgen dann woanders dafür, beispielsweise durch Aufforstung, dass CO2 gespeichert wird und stellen uns sozusagen neutral. Das ist eine Sache, die jetzt auch schon länger existiert. Das macht man schon länger, eben wir schon seit 2010. Mittlerweile geht es aber auch hin zu sagen, warum sind wir nicht eigentlich klimapositiv? Das ist so eine Richtung, die man theoretisch auch langfristig verfolgen könnte. Also wenn man negativ, könnte man sagen, es ist so eine Art Ablasshandel. Positiv könnte man sagen, wenn den alle betreiben würden, wäre natürlich fürs Klima sehr viel getan. Das wäre super, ja. Gerade am Anfang wurde irgendwie so ein bisschen gesagt, ja, klimaneutral, das ist irgendwie so ein Label, das ist ja irgendwie gar nicht definiert. Würdest du sagen, rückblickend war das vor 10 Jahren vielleicht auch mit klimaneutral noch ein bisschen beschönigend beschrieben? Man muss sagen, vor 10 Jahren war eine andere Zeit. Also ich glaube, vor 10 Jahren war das, was wir damals gemacht haben, schon super im Vergleich. Und es ist so, in diesem Bereich, es ist ein Fass ohne Boden, man muss sich immer weiterentwickeln. Das ist uns bewusst, ich glaube, das ist auch allen anderen Bundesligisten bewusst, dass man nicht einfach mal so klimaneutral werden kann und auch nicht einfach mal so Vorreiter im Bereich Ökologie wird. Daran muss man arbeiten und wir haben eben damals die Berechnung Methode auf eine Art eben umgesetzt und wir haben damals, glaube ich, unsere Arbeit schon sehr gut gemacht, müssen aber für uns selbst auch immer schauen, dass wir uns weiterentwickeln, weil sonst bleiben wir stehen und das ist gerade bei dem Thema fahrlässig. Du hast den Bereich Merchandise schon angesprochen, das ist ja tatsächlich einer, wo ihr eben auch einen sehr direkten Einfluss habt, also mehr als irgendwie darauf, was jetzt in einem Burger irgendwie drin ist, habt ihr Einfluss darauf, wie die Produkte dahergestellt werden. Was würdest du sagen, hat sich da in den letzten Jahren verändert? Das ist für mein Gefühl auch ein Bereich, wo Fans eine sehr erhöhte Sensibilität haben. Wo kommt die Baumwolle her? Wie wird produziert? Wie ist mit Giftstoffen und so? Also in dem Bereich haben wir uns, wie ich finde, sehr weiterentwickeln können. Insbesondere eben auch durch
durch eben eine Sensibilität der Fans, die uns auch bewusst ist. Es gibt eine Gruppe von Fans, die eben, denen das Thema eben wichtig ist. Anderen ist das vielleicht weniger wichtig. Aber auch diese Fans möchten wir berücksichtigen und da auch Produkte anbieten, die sie auch mit reinstem Gewissen dann auch kaufen können. So haben wir dann eben Produkte ins Sortiment mit reingeholt, die GOTS zertifiziert sind. Mhm. Also zum einen ökologische Faktoren berücksichtigen, aber auch soziale Faktoren. Das heißt, faire Produktion letztendlich. Das ist ein Thema, was jetzt auch im Fanshop immer größer wird. Also wo es jetzt ganz kurz zur Nachfrage, wo es um sowas geht wie Arbeitsbedingungen von Pflückerinnen oder Näherinnen oder genau, sowas. Genau, ja. Ein Thema, was natürlich auch nicht vernachlässigt werden sollte. Also man sagt immer, ja, Biobaumwolle ist auch gut für die Umwelt, aber es ist letztendlich auch am Ende gut für die Personen, die unser T-Shirt, das wir tragen, am Ende produzieren. Ja. Es gibt ja durchaus auch immer wieder Fans, die bei diesem Thema sehr aktiv sind und die da manchmal auch ein bisschen den Finger in die Wunde legen. Wie wichtig ist es, dass man solche Leute hat? Ja, also man muss sagen, die Rückmeldung der Fans ist in dem Fall für uns besonders wichtig, weil ich glaube, man ist auch manchmal in so einer Blase, in dieser Fußballblase und kriegt gar nicht mit, wo man sich vielleicht noch verbessern kann. Wir sind auch letztendlich nicht diejenigen, die alle zwei Wochen zu den Heimspielen ins Stadion gehen. Das sind eben die Fans und denen fällt dann auch mal was auf und das greifen wir auf und versuchen dann eben da Lösungen zu finden. Sehr schön. Dann hoffe ich, ihr bleibt da dran. Wir bleiben an eurem Thema dran. Ich danke dir ganz herzlich, dass du die Zeit hattest. Du bekommst Corona-konform ohne Anfassen die Mainz 05 Gummibärchen in der Wortpiratin Gummibärchentüte. Ich weiß nicht, wie da so der CO2-Abdruck ist, aber sie sind auf jeden Fall sehr lecker. Danke dir. Dankeschön.